Jawohl, meine Freunde, ich bin's, euer Seat, mit einem kleinen Update für euch. Und zugleich auch der letzten Folge vom Internetcafé Simulator. Es hat sich einiges gemacht in den letzten Tagen, na? Und ja. Ich war soweit, ich habe gegoogelt, ich habe alles gemacht, weil ich den letzten Erfolg haben wollte. Very rich. Den sollte man bekommen, wenn man 100.000 hatte und alle anderen Erfolge anscheinend freigeschaltet hatte. Ja, auf jeden Fall, Ende der Geschichte war, dass ich den alten Speicherstand gelöscht habe und mir einen neuen gemacht habe. Aber zuvor musste ich oder habe ich meinen Rechner von Windows 10 auf 11 geupgradet und habe mir einen Mod runtergeladen, dass ich so gesehen 9, 1 Million Dollar habe. Und das kann ich euch auch einmal zeigen. Ich habe hier überall das Maximale stehen. Ich habe hier auch überall Poster hängen. Ne? Und ja, ne? Also habe so gesehen alles so, wie es auch vorher auch war, nur etwas anders. Und hier seht ihr, ich habe 172 Bitcoins, das habe ich schon mal eingegeben. Das wären umgerechnet ungefähr 622.000 zum derzeitigen Marktwert in-game. Ne? Ja, auf jeden Fall kurze Geschichte, langer Sinn. Ne? Ich habe, nachdem ich das Spiel neu installiert habe, habe ich dann gespielt, habe dann die 100.000 geknackt und habe dann auch den Erfolg bekommen. Wie ich es geschafft habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann halt von der Platte irgendwann mal geworfen. Habe dann das Spiel neu installiert, habe es gestartet, habe dann alles gemacht, wie ich es euch erzählt habe. Und dementsprechend habe ich so auch dann den Erfolg bekommen. Dementsprechend die letzte Folge, was wir hier machen. Wir können mal ein bisschen hier rumgucken, bisschen reintrollen, ne? Können uns beispielsweise noch den holen und den, ne? Einfach mal als Beispiel, ne? So zapp, um vielleicht noch ein bisschen was contentmäßig zu machen. Wenn ich heute etwas leiser bin, das hat den Grund, dass ich heute einfach mal Dankeschön, ihr Arschgeigen. So, wo ist jetzt der Laptop hin? Da. Einfach aus dem Grund, dass ich heute, beziehungsweise meine Eltern wieder zu Hause sind und ich ein bisschen leiser sein muss. Ne? Aber ansonsten ist so gesehen alles beim Alten. Unser Projekt hiermit ist abgeschlossen. Und die anderen Spiele wie beispielsweise Assassin's Creed werde ich wahrscheinlich weitermachen, aber ich habe auch da ein bisschen weiter gespielt. Ne? Also ja, ne? Also nicht wundern, wenn ihr dann, sage ich mal, nicht perfekt auf dem laufenden Stand seid. Ansonsten bin ich derzeit am Überlegen, welches Projekt wir ansonsten gemeinsam starten können. Ich bringe auch hin und wieder mal ein paar Lost Ark Videos. Na, da bin ich auch immer überlegen, ob ich nicht einfach mal die Dungeons da mal als Video mache. Na, einfach so, weil ich Bock drauf habe. Na, und ja, na, ohne irgendwie großen Sinn dahinter. Ne? Einfach, weil ich Bock drauf habe und ich würde gerne bitte an meine Waren. Das ist auf jeden Fall der Tisch. Dankeschön. Ja, ich glaube, hier können wir gut noch einen Tisch hinknallen. Würde ich mal sagen. Oder? Ansonsten knallen wir den einfach nach oben. Oben ist ja noch genug Platz. So, bumm. Ja. So. Und ja, dementsprechend bitte nicht wundern, wenn da ja das nicht ganz so reibungslos verlief, wie ich es mir erhofft habe und auch gedacht habe. Aber ja, na, hier, ihr seht ja schon einige Setups hier. Zwei Konsolen da, zwei Konsolen. Hier habe ich Gaming-Rechner, hier habe ich stinknormale Fernseher hingehangen. Na, ey. Hier habt ihr dann die ganzen
Dinger halt. Kann ich den eigentlich noch mit hier hinstellen? Nein, okay. Dann knallen wir dich einfach mal hier hin. So, einfach weil ich Bock drauf habe. So, ja. Auf jeden Fall war es das. Ich bin auf jeden Fall noch dabei, Prototypen zu erstellen. Also an Bildern nenne ich das jetzt mal, wegen meinem eigenen Spiel. Na, dass ich euch da mal ein paar Prototypen zeige, wie ich mir beispielsweise das Charakterfenster vorstelle, das Erfolgsfenster, das Berufsfenster und weiteres und wirklich nur ein reines, komplettes Video auch mit Beispielen dann mache, wie ich mir das dann vorstelle, na, wenn ich, sage ich mal, mein eigenes, ich will ja irgendwann mal ein eigenes Spiel machen und dementsprechend mache ich dazu dann auch ein paar Beispiele, na. Ja, wir haben derzeit 10 vor 1 in der Nacht, am einem Samstag. Und ja, dementsprechend, ich muss etwas leiser sein. Bitte nicht böse nehmen. Wartet mal. Das ist so. Und ja. Auf jeden Fall lassen wir uns diesen Arbeitstag heute nicht entgehen. Ich wollte euch nur kurz auf den Laufenden bringen. Und sagen, es hat einen Heiden viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ne? Und solltet ihr Probleme haben oder ähnliches, auch den letzten Erfolg zu kriegen, würde ich sagen, deinstalliert das Spiel und installiert es neu und versucht es dann. Ansonsten kann ich euch da leider auch nicht weiterhelfen. Ne? Ja. Vieles ist noch in Planung. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass ich Anfang nächsten Monats hoffentlich auch eine Facecam habe. Ne? Ich hoffe es mal. Ansonsten schauen wir mal, wie es wird. Ich bin auch aktiv am Livestreamen, das kennt ihr ja. Ne? Ich habe ja immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ne? Da bin ich aber auch derzeit am Überlegen, was ich da aktiv streame. Derzeit ist das halt, sage ich mal, etwas mehr Lost Ark wieder geworden, weil ich endlich mal meine Probleme gefixt habe. Das heißt, solltet ihr Probleme haben bei Lost Ark mit FPS-Einbrüchen, geht auf jeden Fall in die Einstellungen auf. Wie heißt das Video? Und dann habt ihr da so einen FPS-Limiter, so einen Regler. Den einfach nach ganz nach oben schrauben und dann passt das auch wieder. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Ne? Auch zu Diablo 3 beispielsweise oder anderen Spielen. Da bin ich aber noch am Überlegen, wie ich das veranstalte. Derzeit haben wir, ich schaue mal ganz kurz auf meinem Kanal, Playlist technisch, genau zu GTA habe ich auch schon was gebracht, ne? GTA spiele ich auch, ne? Ansonsten Internetcafé Simulator, das ist dann die 18. Folge, ne? Klar, die letzte Folge, die war sehr lang, 1,5 Stunden fast, dementsprechend tut es mir da auf jeden Fall leid, ne? Ja. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch allen gut geht und ihr die Hitze mehr oder weniger gut überstanden habt. Und ja, wir schauen mal. Wir können ja mal einfach mal das Geld komplett auf den Kopf hauen. Wir können ja mal hier zu den Koffern gehen und mal ein bisschen gamblen. Ne? Einfach weil wir Bock drauf haben. Ne? Schauen wir mal, was wir ziehen. Oh. Ja. Hauen wir einfach das Geld auf den Kopf. Ja. Schauen wir mal. Na. Ja. So. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir kriegen sogar so mehr Kohle rein, als wir ausgeben können. Also dementsprechend. Ja. Ich würde das ehrlich gesagt nicht empfehlen, wenn ihr hier das Spiel auch spielt, hier das zu machen. Ja. Was zahlen wir? Wir zahlen $400 und haben jetzt mehr Minus gemacht als Plus. Ja.
Ja, so. Was können wir denn sonst machen? Können wir kaufen? Ah, so. Was können wir machen? Die haben wir beide schon. Ah, ja, Gebäudeentwicklung haben wir auch alle gekauft. Na? Dementsprechend können wir auch da nichts mehr ändern. Was wir aber machen können, ist aber mal hier einfach mal. Was nehmen wir da? Nehmen wir das Holzdesign. Nehmen hier auch das Holzdesign. Und hier nehmen wir mal das Holzdesign. So. Haben auf jeden Fall wieder unnötig Geld aus dem Fenster geworfen. Das können wir besonders gut. Hier seht ihr auf jeden Fall alles, was ihr seht. Ja. So, ein Setup ist zum Beispiel nicht angeschlossen. Das heißt, wir gucken jetzt mal nach, welches Setup das ist. Ja, natürlich ist es wieder das Setup, weil die Vollidioten es nicht geschissen kriegen, mal dieses Setup in Ruhe zu lassen. Aber ja. Ja. So. Ja. Spiele haben wir auch alle gekauft, die man sich so kaufen kann. Wir gucken mal. So. Ja. Ab 21 Uhr kommen keine Kunden mehr. Das heißt, wir können eigentlich den Laden jetzt auch schließen und dann auch Feierabend machen. Mehr wollte ich eigentlich auch von euch gar nicht. Ich wollte euch nur kurz auf den Laufenden bringen und sagen, hey, ich habe es geschafft. Das Spiel ist durch. Das ist so gesehen mein zweites Spiel jetzt auf Steam. Lass mich nochmal gucken, dass ich auch nicht lüge. Genau, ich habe den Internetcafé so gesehen auf Platin durch und ich habe Elden Ring durch. Na? Ihr könnt ja gerne mal sagen, worauf ihr Bock hättet. Ich habe mir noch The Forest die Tage geholt. Wenn ihr The Forest sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Soll ich Content zu GTA machen? Haut das gerne mal raus. Ich habe noch einiges. Ich kann euch mal kurz ein paar Beispiele aufzählen. Ich habe Assassin's Creed 3 Remastered, Odyssey und Origin. Origin habe ich ja schon angefangen. Ich glaube, da gibt es 8 Folgen derzeit. Ich habe Dishonored 1 und 2. GTA 4, The Complete Edition. Just Cause 3. Dann habe ich Police Stories für Akademie oder Rainbow Six. Ich hätte auch The Witcher 3 als Beispiel. Das sind jetzt nur die Sachen, die ich jetzt auch in meiner Favoritenliste habe. Ne? Ja, ansonsten haut gerne mal raus, welches Spiel ihr, sag ich mal, gerne bei mir sehen wollen würdet. Und ich schaue mal, ob ich es habe. Ich habe ungefähr so plus minus 140 Spiele für den PC. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich fürs Zuschauen, sollte euch dieses Video gefallen haben. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr kennt es ja. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht, einen guten Morgen oder guten Mittag. Ich werde jetzt Feierabend machen und mich ins Bettchen hauen. Macht es gut, haut's da rein und tschüss.